Willkommen zu einem weiteren Flash-Game. Ja, und wie angekündigt, es ist erstmal wieder ein Elfmeterspiel. Erstmal auch das letzte, danach habe ich ein paar andere Flash-Games noch geplant. Ja, das Prinzip ist eigentlich dasselbe wie in dem Bundesliga-Elfmeter in der letzten Folge. Nur, dass wir hier eine kleine Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen spielen. Mit wem fangen wir denn an? Ja, doch, fangen wir mal mit den Deutschen an. Die Gruppen sind aus WM 2010. In der Südafrika, nur diesmal halt hinterher mit anderen Begegnungen. Die Gruppenphase ist noch eigentlich relativ gleich. Ich weiß gar nicht, ob man auch andere Gruppen einstellen kann. Können wir ja gleich gucken. Erstes Spiel gegen Australien. Wie gesagt, das Prinzip ist dasselbe. Nur, dass es hier halt auch solche Fails gibt. Aber okay. Ja, und das klappt ja auch, das Lupfern. Was heißt Lupfern? Auch wenn mir hier die Torwart-Animation ein bisschen besser gefallen, ist vielleicht auch ein bisschen neuer. Eigentlich ist das richtig mies, dieses Halblupfen. Und den ersten haben wir gehalten. Super. Könnten die drei Punkte schon sicher sein, wenn wir uns jetzt nicht ganz dämlich anstellen. Aber, seht ihr, klappen tut's fast immer. Aber das ist ja auch erstmal nur das erste Gruppenspiel. Da hätte er auch mal sich ein bisschen bewegen können, anstatt nur einfach die Arme hoch und runter zu machen. So, wenn der jetzt reingeht, sind wir eigentlich weiter. Und der ist natürlich drinne. Also sind wir weiter. Eigentlich ist es ein bisschen zu einfach, wenn man so... Fail. Egal. Wenn man so ein bisschen das ganze Muster raus hat, ist es ein bisschen einfach. Egal. Erstes Spiel gewonnen. 2-1. Mann, haben die schlecht geschossen. Wie kann man denn nur einen Elfmeter reinmachen? Egal. Deutschland-Ghana. Zweite Gruppenspiel. Sofort weiter. Bin mal gespannt, wie viele WMs wir in dieser Folge schaffen. Link wie immer in der Beschreibung. So. Und der ist gehalten. Super. Gleich den ersten. Schon eine gute Voraussetzung fürs Weiterkommen. Weil nach zwei gewonnenen Gruppenspielen kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir ins Achtelfinale kommen. Aber erstmal dieses Gruppenspiel noch. Und der geht rein. Schade. Schade, schade. Dann so. Und wieder die übliche Taktik. Weil eigentlich, selbst wenn er in die richtige Richtung springt, kann man immer noch Glück haben. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Egal. Und trotzdem noch gehalten. Sauber. Man hat eigentlich immer das Glück, dass der Ball über den Torwart noch drüber geht, selbst wenn er in die richtige Richtung springt. Machen wir mal in die Mitte. Nee, voll draufhalten will ich nicht. Das können wir beim letzten Schuss machen. Ah, Fail. Fail, fail. Jetzt müssen wir den letzten auf jeden Fall reinmachen. Oder diesen halten. Nee, müssen wir diesen jetzt hier auf jeden Fall reinmachen. Machen wir den mal relativ... Wow, mies. Mies, mies. Gut, dafür den gehalten. 3-2. So viel zu den anderen... wie ich gerade über die anderen am Herziehen war. Wir können die so schlecht schießen. 3-2, trotzdem gewonnen. Differenz 2. Ja, passt aber. 2 Siege. Jetzt noch das letzte Spiel gegen Serbien. Ah, also sichere Siege sind auch noch nicht gesichert. Wortspiel, was keins war. So, dann einmal in die Richtung. Den haben wir nicht bekommen. Aber okay. Dann machen wir da mal so ein bisschen. Na okay, das war ja fast Slow Motion, wie er den geschossen hat. Gut. Dort ungefähr. Auch nicht bekommen. Aber okay, unentschieden wird ja auch reichen. Weiter sind wir auf jeden Fall. Es sei denn, wir verlieren. Aber das glaube ich nicht. Also, dass wir... Ja doch, wenn wir verlieren, haben wir auch 6 Punkte. Da ungefähr. Super, gehalten.
Ne, doch, Serbien war auf 1, wir auf 2. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir auf 1 und Serbien auf 2. Das, doch, das wird auf jeden Fall ein Weiterkommen garantieren. Und der ist auch drin. Habe ich nicht drauf geachtet. Wir schießen einfach mal dahin. Ja, er hat genau oben drauf gehalten. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, bei der Latte, bei der Farbe, das ist auch ein bisschen blöd, wenn dann der Handschuh genau hier ist. Ja, Ausreden finde ich immer, ich weiß. Alle sind schuld, außer ich. Hihi. Wow, das war aber auch knapp. Det war aber auch knapp. Jetzt zum Abschluss noch. Schade. Schade, schade. 5-4. Souverän weitergekommen und wir spielen gegen Algerien. Ach, was schön. Wer ist denn noch alles weitergekommen? Südkorea, Uruguay, Italien, Niederlande. Honduras, Elfenbeinküste. Mhm. Ja, könnte interessant werden. Mexiko, Nigeria, USA, Serbien, Dänemark, Slowakei und Brasilien, Spanien. Gut, dann auf gegen Algerien im Achtelfinale. Oh, bisschen zu weit für das, was ich machen wollte, aber... Ah, der erste geht super rein. Gute Ausgangslage. Besser wäre es natürlich jetzt noch, wenn wir den halten. Und den halten wir. Sauberl. Jetzt den nächsten reinmachen und dann am besten den nächsten nochmal halten. Weil dann haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Schade. Schade, schade. So. Den nach oben, den nach da. Und der geht auch rein. Super, 3-1. Ah, 3-2. Ich schätze mal, es geht wieder 5-4 aus. Ah, aber ich darf den Tag auch nicht vor den Abend loben, weil... Ah, nee, ich wollte gerade sagen, es passiert irgendwas, was nicht passieren sollte. Aber wenn wir jetzt Glück haben und den halten... Ah... Hätte ich gesagt, dann hätten wir es schon hinter uns, aber dann lieber jetzt den einfach nur reinmachen. Und damit sind wir auf jeden Fall weiter. Schön auf jeden Fall im Viertelfinale gegen Uruguay. Und Italien hat die Niederlande rausgehauen und Honduras die Elfenbeinküste. Okay, am besten Honduras im Halbfinale. Das wäre es doch. Jetzt aber erstmal ins Viertelfinale auf gegen Uruguay. Weil wir wollen ja noch nicht über ein frühzeitiges Halbfinale sprechen, wenn wir das Viertelfinale noch nicht überstanden haben. Und den ersten gehalten. Besser geht's doch gar nicht. Besser kann man das nicht starten. Ah, super. So. Aber wie gesagt, wenn man einmal diese Taktik einigermaßen raus hat, dann... klappt es eigentlich. Da muss man nur einmal einhalten. Und dann seht ihr dann das 5-4-Ergebnis wie von vorhin. Da ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Bisschen zu... Ja, bisschen zu viel Power reingesetzt. Und damit den ersten verschossen. Oh, nicht, dass das jetzt hier die Wende gibt. Oh, ärgerlich. Fliegen wir schon raus. So, der geht vernünftig rein. Einen müssen wir noch halten. Sonst Verlängerung ist ein bisschen blöd. Oh, oh, oh. Boah, war das Glück. Ich habe gedacht, er wird zurückprallen. Gut, am besten den jetzt halten. Oh, Verlängerung. Es geht in die Verlängerung. 4-4. Und schön wenig Power und dadurch 5-4. Komm, einen können wir doch wenigstens halten. Und der ist gehalten. Halbfinale. Und ich sage ja, am besten jetzt gegen Honduras. Nee, Italien. Gut, dann wird es auf jeden Fall etwas spannender. Ja, und Spanien, dann schätze ich mal im Finale. Es sei denn, Mexiko schafft's. Gut, Italien. Ha. Das Flash-Rückspiel der EM, auch wenn das Ganze ein 2010er-Spiel ist. Und der erste ist drinne.
Und der ist gehalten. Ah. Super. Zack, und ich glaube, ich spiele auch nur eine WM. Weil es soll ja auch nur ein bisschen dieses Flash-Game zeigen. Und den zweiten auch gehalten. Super. Ich schreie, glaube ich, ein bisschen viel. Auf jeden Fall sagt das Camtasia hier die Audioanzeige. Egal. Kann auch ein bisschen ein bisschen empfindlich eingestellt sein. Und zack. Und das 3-0. Super. Super. Wenn wir schon nicht in echt gegen Italien gewinnen können, dann halt virtuell. Oh, ich freue mich wirklich auf FIFA 13. Und das 4-1. Ich glaube, damit sind wir schon durch. Ja, doch, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Damit sind wir im Finale am besten gegen Spanien. Dann hätten wir sie wenigstens alle einmal gehabt. Auch wenn Mexiko auch witzig wäre. So. Jo, dafür 5-3 und der Ball schwebt in der Luft. Passt. Und Spanien im Finale. Oh, das wird lustig. Da ist das 1-0. Und das... Ah, es bleibt das 1-0. Super, ich wollte schon gerade 1-1 sagen. So. Zack. Und das 2-0. Klappt doch alles super. Diesmal kein Vorführeffekt. Ah. So und so. Zack, und er ist auch drin. Ich würde schon fast sagen, das wird auf jeden Fall unser Spiel. Aber wie gesagt, den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber damit sind wir fast durch. Den nächsten reinmachen und wir haben es hinter uns. Nein. Nein. Komm, der darf für den halten. Oh, wie mies das jetzt wäre. Wie mies. Nein, nein, nein. Mitte. Oben. Ah. So. Ah, egal. 5-3. Trotzdem gewonnen. Wir sind Weltmeister bei einem Flash-Game. Punkte speichern. Ich habe hier keinen Account drauf. Deswegen hat das Ganze gar nichts gebracht. Aber egal. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Flash-Game ein bisschen näher bringen. Ja, es ist halt ein Pufferprojekt. Einfach als Lückenfüller. Ja, was als nächstes... Also das waren jetzt erstmal so zwei Elfmeterspiele. Zwei fußballbasierte Spiele. Da wird jetzt... Das war's dann jetzt auch erstmal. Es kommen noch ein paar andere Flash-Games. Ein kleines Minigame noch. Und dann kommt hauptsächlich noch ein bisschen Tetris. Die letzten Tage. Und vielleicht noch ein bisschen Happy Wheels. Aber Happy Wheels bin ich nicht so angetan von. Vielleicht dafür dann auch doppelt so viel Tetris. Ich habe einfach mal Bock auf Tetris. Okay. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Flash Game. Bis dahin, tschüss.